Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Ja, willkommen bei Fellner live an einem politisch doch sehr ereignisreichen Tag. Und bei mir zu Gast ist jetzt Unternehmer und der ehemalige Finanzminister Hannes Androsch. Schönen guten Abend. Herr Dr. Androsch, ich würde gern beginnen mit diesem politisch, ja, doch, muss man sagen, kleinen Beben, das es da heute gab. Zwei Ministerinnenrücktritte, Elisabeth Köstinger und Margarete Schrambeck. Sie ist doch auch sehr genauer Beobachter der heimischen Innenpolitik. Hat Sie das überrascht, dass das gerade heute, nicht einmal eine Woche vor dem ÖVP-Parteitag passiert? Also wann das Kartenhaus zusammenfällt, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir hoffentlich danach zu einer wieder regierungsfähigen Zusammensetzung der Regierung kommen. Und zwar nicht nur einer Gruppe, sondern in einem Zusammenhalt, in einer Zusammenarbeit, in einem Miteinander angesichts der riesigen Probleme, die wir noch gar nicht so richtig wahrhaben wollen, die vor uns stehen. Mhm. Dennoch, die zwei waren ja ein bisschen auch unterschiedlich. Die eine, Elisabeth Köstinger, sehr enge Vertraute von Sebastian Kurz, hat zu seinem engsten Beraterkreis gehört. Die andere, Margarete Schrambeck, in den letzten Wochen, muss man sagen, keine Woche vergangen, wo sie nicht irgendwie in den Negativschlagzeilen war, vom Kaufhaus Österreich begonnen bis hin zum ganzen Digitalisierungsthema. Wie fällt denn Ihre Bilanz dieser beiden Ministerinnen aus? Also, Sie werden mir verzeihen, wenn ich also hier nicht in die Kakophonie der Beurteiler eintrete und mich beteilige. Aber vielleicht etwas genereller formuliert, die Wirtschaftsministerin sitzt ja auf riesigen Themen drauf, unter anderem das Thema Digitalisierung, das ja auch Ihnen immer wieder ein sehr wichtiges Anliegen war, haben zuletzt ja auch ein Buch wieder dazu veröffentlicht. Hat sie in diesem Bereich Ihrer Meinung nach versagt? Das ist die Frage, ob Sie oder die Regierung oder wer immer. Wir haben hier, und das ist nur ein Teilbereich von einer notwendigen Gesamtstrategie und einer Konzeption, und Persönlichkeiten, weiblich, männlich, aus allen Lagern, einschließlich der Sozialpartner, die bereit und in der Lage sind, das in einer ganz schwierigen Zeit, in einem schwierigen Umfeld mit riesigen Bedrohungen. Das ist nicht nur ein Schlagwort, Gefahr eines Dritten Weltkrieges zum Beispiel, in der Lage sind, eine solche Konzeptionsstrategie im Schulterschluss gemeinsam alle an einem Strang ziehend in dieselbe Richtung und nicht jeder Zweite nur die Hand am Strang haltend zu tun. Das ist das. Mit dem geringen Spielraum, die wir in Österreich haben, aber das gilt für ganz Europa. Der Krieg, der Überfall auf die Ukraine ist tragisch für die Ukraine, aber er gilt uns allen. Und das müssen wir endlich zur Kenntnis nehmen und darauf reagieren. Dazu kommt, dass wir durch all die Umstände von Pandemie und Handelskriegen, Sanktionen, was immer, eine Welt haben, die immer mehr sich zerreißt und in Widerspruch steht. Und das ist verbunden im Wirtschaftsbereich mit einer gewaltigen Wohlstandsverschiebung. Wenn die einen für Rohstoffe oder Energie oder Lebensmittel oder Düngemittel oder was immer mehr kriegen, haben die anderen weniger. Und wir sind auf der weniger Seite. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass schon wie im geringeren Ausmaß 73 und 79, als die Ölpreisschocks waren, dass wir dann beträchtlichen Wohlstandsverlust erleiden. Das heißt, wir müssen den Gürtel enger schnallen, die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam uns
auf die Lösung der Aufgaben, die möglich ist, konzentrieren. Und das heißt Bildung, Innovation, Investition. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir das mit einer dauernd Gießkanne-Bespritzung weggießen können. Sehen Sie da derzeit noch die Möglichkeit, dass der Bundeskanzler da das Ruder herumreißt und genau diese Themen in Angriff nimmt? Oder bräuchte es Neuwahlen und einmal eine neue Regierungskonstellation? Neuwahlen kommen früher oder später und wer dann wie abschneidet, wissen wir heute nicht. Wir können das ungefähr abschätzen. Die ständigen Prognosen da oder Einschätzungen, das ist Vergangenheit, wer gerade wo angeblich oder wirklich liegt, ist entschieden, wird bei Wahlen. Aber man muss sich jetzt den Kopf zerbrechen, wie kommt man zu einer tragfähigen, entscheidungsbereiten, zukunftsorientierten und handlungsfähigen, umsetzungsfähigen Regierung unter Einschluss aller Kräfte, also Sozialpartner, Länder, Gemeinden, Städte, was immer es sei, Zivilgesellschaft, und nicht jeder glaubt, dass er einen lächerlich kleinen Vorteil sich verschafft. Das ist ja gerade im Zusammenfallen. Als Sie politisch aktiv waren in den 70er Jahren, war ja auch eine Zeit großer Unsicherheit. Es gibt viele, die da auch gewisse Parallelen zur jetzigen Zeit ziehen. Wenn Sie die 70er Jahre vergleichen und Ihr politisches Wirken in der Ära Kreisky mit dem jetzigen politischen Wirken der jetzigen aktuellen Bundesregierung, was hat denn damals Ihrer Meinung nach besser funktioniert? Also, Probleme hatten wir damals, auch die Währungskrisen, auch eine riesige Teuerung, die war Ende der 70er noch deutlich höher, als das jetzt der Fall ist. Aber wir hatten ein Gesamtkonzept. Es war leichter, weil wir eine Alleinregierung hatten. Aber es wäre nicht gegangen ohne Einbeziehung der Sozialpartner, schon gar nicht die Wirtschaftspolitik und auch der Länder und Gemeindevertreter und Städtevertreter. Also das habe ich am Beginn der Pandemie hier schon gesagt, was anders zu machen gewesen wäre, von allen Anfang an, ich rede vom März 2020, dass eine Notstandssituation macht man gemeinsam und nicht glaubt, kurzfristig, man hat einen Vorteil. In den ersten Umfragejahren zwischen Geschichte, oder wenn man das so nennen will. Jetzt, Sie haben es jetzt schon angesprochen, ein großes Thema ist natürlich aktuell auch die Teuerung. Wir haben, zumindest was die letzten Jahre betrifft, Rekordwerte. Seit den 80er Jahren war die Teuerung nicht mehr so hoch, über 7% mittlerweile in Österreich. Wie kann man da als Politik, als Regierung Ihrer Meinung nach gegenwirken? Also nicht mit der Gießkanne zu glauben, das kann man kompensieren. Das ist die eingangs erwähnte die Wohlstandsverschiebung und in unseren Fällen ganz Europa, aber in besonderem Maße auch bei uns, weil wir in hohem Maße Rohstoff- und Energieimport abhängig sind, Wohlstandsverlust. Den muss man schauen, dass man durch mehr Effizienz, durch mehr Innovation, die braucht Bildung, und zur Umsetzung mehr Investition so gut wie möglich und so rasch wie es erreichbar ist, zu kompensieren. Aber zu glauben, dass man das jetzt sozusagen wegwischt. Und das gilt auch zum Beispiel für die Lohnrunden. Wir haben nicht jetzt eine Lohnpreiswelle, sondern eine Preis-Lohnwelle. Und da muss, und die Grundversorgung ist ja viel höher gestiegen in den Preisen als die durchschnittliche. Da muss man aber einen Deal machen mit den Sozialpartnern und sagen, wir sichern dies und jenes und wir kümmern uns um die sozial Schwächsten und wir werden investieren und in die Forschung investieren, damit wir Innovationen kriegen. Also das meine ich mit Gesamtpaket, damit wir aus dieser Situation so gut wie möglich herauskommen. Das ist uns
zweimal in den 70er Jahren gelungen. Und das ist jetzt die Aufgabe und Herausforderung. Sie waren damals Finanzminister. Kann ein Finanzminister dagegen wirken? Er kann wesentlich beitragen mit dem Verständnis, aber natürlich bedarf es der ganzen Regierung und allem drumherum. Aber der Finanzminister hat die Möglichkeit, einen besonderen Beitrag dazu zu leisten. Jetzt hat der Bundeskanzler letzte Woche einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, der viele auch verwundert hat, dass er gerade von einem ÖVP-Bundeskanzler kam, und zwar die Abschöpfung von Gewinnen bei jenen Unternehmen, die übermaßen durch den Krieg und auch die derzeitigen Auswirkungen der Teuerung profitieren, beispielsweise eben Energieunternehmen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Hat Sie das überrascht, dass das gerade von der ÖVP kommt? Würde man ja eher von der SPÖ verorten einmal. Na, ich würde es in jedem Fall als eine bizarre Idee bezeichnen, die nur Inkompetenz zum Ausdruck bringt. Weil da muss man ja dann sagen, was ist mit Überverlusten? Die müssen dann abgegelten werden. Und da das gerade die Energiewirtschaft jetzt betrifft, wäre es ja viel wichtiger, dass die in Wasserkraftwerke und sonstige für die Energiewende wichtige Energiequellen und für die Leitungen investieren und ihnen nicht das Geld wegnehmen, abgesehen, dass es im Widerspruch zum Regierungsprogramm ist, keine Steuern zu erhöhen und keine neuen einzuführen. Also, ich würde das als Faschingsscherz bezeichnen. Jetzt sind Sie ja mit Ihren Unternehmen auch direkt von den Lieferkettenproblemen betroffen, die ja nur teilweise mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, teilweise auch aufgrund der aktuellen Situation in China ausgelöst werden. Was kommt denn da auf uns zu in den nächsten Monaten? Werden wir in eine Situation kommen, wo es gewisse Produkte einfach nicht mehr geben wird? Na, in Knappheiten an allen Ecken und Enden sind wir durch diesen geopolitischen und geoökonomischen Durcheinander. Wir sind auch massiv betroffen von den Kostensteigerungen. Also, und das noch in negativer Weise gegenüber unseren Mitbewerbern über die Grenze. Also für die Saline, die deutschen Mitbewerber haben wesentlich niedrigere Stromkosten als wir. Nur ein Beispiel. In China, in Shanghai, ist die halbe Belegschaft seit Wochen schläft in Feldbetten in der Firma und ist noch besser dran, weil wir sie ordentlich verpflegen und versorgen können, was bei ihnen zu Hause oft gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Also das sind verheerende Situationen, und die Gefahr, dass sich das verschlechtert, ist durchaus da. Mhm. Sehen Sie das momentan auch als Zäsur, was wir da gerade erleben? Ja, ich bin da vorsichtig, immer gleich historische Wenden und so zur Anwendung und zur Beurteilung zu nehmen, aber in vieler Hinsicht ja und nicht zum Besseren. Und es wird schon, der Krieg wird uns noch Jahre beschäftigen, und die Pandemie und ihre Folgen und die chaotische Energiepolitik wird die Versorgung gefährden, und wir kommen beim Klimaschutz nicht einen Zentimeter weiter, und die Teuerung und die Verknappung der Arbeitskräfte. Also es gibt ein solches Bündel an Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Und Europa ist in einer schlechten Position, weil abhängig von Importen und im Rückstand im digitalen Bereich gegenüber Amerika, aber auch China, sodass der Schulterschluss in Europa mehr als dringend ist und in Österreich in einem noch höheren Ausmaß, weil wir noch mehr bedroht sind. Sie haben die Energiepolitik jetzt auch gerade angesprochen. Jetzt hat man das Gefühl, wir sind ein bisschen in einer Zwickmühle. Einerseits können wir derzeit nicht ohne Gaslieferungen aus Russland, andererseits würde es, sage ich mal, die moralische Komponente eigentlich einem gewähren, dass man sagt, man nimmt kein Gas mehr aus Russland. Wie soll man da energiepolitisch Ihrer Meinung nach vorgehen?
Naja, das ist kurzfristig. Man hätte schon längst vorgehen müssen. Man hätte die Lager schon früher füllen müssen und nicht jetzt leer dastehen. Wir haben 18% gefüllt, die Gaslager, und Polen mit 76. Also die große Voraussicht ist da nicht zu bemerken gewesen. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich hatte zum Wochenende mit dem früheren Generalsekretär der NATO, Rasmussen, einmal Ministerpräsident in Dänemark, der hat gesagt, sofortigen Gasstopp, sage ich, ja, als Waffe. Sage ich, bin ganz Ihrer Meinung, das ist ein scharfes Schwert, aber einige Länder, wenn man das Schwert zieht, müssen sich ins Schwert stoßen und Selbstmord begehen. Dazu gehören mit 80% Abhängigkeit sicher wir in Österreich. Und es ist jetzt müßig zu diskutieren, wieso sind wir in diese blöde Situation gekommen. Wäre schon auch noch aufzuarbeiten, aber jetzt in der aktuellen Krisensituation haben wir dafür keine Zeit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir bestmöglich mit der Situation umgehen. Aber jetzt haben wir eine grüne Energieministerin und eigentlich würde ja auf der Hand liegen, dass die in erneuerbare Energie und neue Energieformen investiert. Einen richtigen Plan kenne ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist, was da in naher Zukunft passieren soll. Also wir brauchen längst und wie sich zeigt, höchst dringend jetzt eine Energiesicherungsstrategie. Die muss von Fakten ausgehen und nicht von ideologischen Träumen. Und dann konkrete Lösungen vorschlagen und alles tun, um sie umzusetzen und nicht zu behindern. Und das fehlt. Mhm. Was müsste denn Ihrer Meinung nach die Bundesregierung jetzt ganz oben auf ihre Agenda schreiben, sofern sie eine hätte? Also sicherlich ist die Energiesicherung eine primäre Aufgabe. Es ist sicher notwendig zu erklären, dass die Teuerung eine Wohlstandsverschiebung ist, aber gleichzeitig den Einkommensschwächten geholfen wird. Also dieser Energiebonus 150, also vom, wie das umgesetzt wird, einmal weggelassen, das ist schon wieder chaotisch. Aber den unteren mehr und viel früher aufhören. Am meisten gilt es für einen Treibstoff, weil früher hat ein VW-Käfer doppelt so viel Benzin gebraucht wie jetzt Golf 8, glaube ich, ist das schon. Aber beim Heizen und beim Strom und bei den Betrieben die Energiekosten. Sonst müssen wir zusperren und dann haben wir die nächste Katastrophe. Man muss auch achten darauf, dass wir Personal bekommen. In meiner mehr jugendlichen, aktiven Zeit war die Jugend die Mehrheit. Jetzt sind die Älteren die Mehrheit. Aber die brauchen die Unterstützung oder die wirtschaftlichen Grundlagen dafür. Stichwort Pflege oder Gesundheitsvorsorge. Und wir kramen uns eigentlich selber die Möglichkeiten ab. Jetzt weiß ich, Wissenschaft und Bildung ist auch immer ein Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt. Sehen Sie da momentan irgendeine Art von Offensive in dieser Republik? Nur beim Friseur. Das heißt, der Bildungsminister setzt Ihrer Meinung nach derzeit überhaupt keine Schwerpunkte, wo Sie sagen, da wäre zumindest ein Zahn. Ist mir entgangen, aber die Frisuränderung ist mir aufgefallen. Ja, was müsste Ihrer Meinung nach passieren? Ja, das, was schon längst im Bildungsvolksbegehren vor 12 Jahren stand. Und nicht, dass man eine neue Universität zu den 22 errichtet und den anderen, die zu wenig Geld haben, das noch wegnimmt. Die Schweiz hat nur halb so viele Universitäten, aber im Ranking ist unsere beste auf Platz 163 und in der Schweiz auf, weiß ich nicht, die ETH Zürich auf Platz 12. Das heißt, besser auf weniger konzentrieren, aber dafür ordentlich. Lieber klotzen als kleckern. Ich würde abschließend noch gern zum Krieg in der Ukraine kommen. Wir haben es eh schon am Rande immer wieder auch erwähnt. Wie ist denn Ihre Einschätzung derzeit zur Situation in der Ukraine? Sehen Sie momentan irgendeine Art von friedlicher Lösung am Horizont? Schaut nicht so aus.
wenn man die Ankündigung von Putin und seiner Berater, kann man in Interviews nachlesen, das ist nichts Rätselhaftes, die sagen ganz offen, was wollen. Sie wollen wieder ein großes russisches Weltmachtimperium errichten, wollen die Amerikaner aus Europa draußen haben und damit den Europa unter ihrer Kontrolle. Das wird es nicht spielen, und wie man da zu einem Verständnis kommt, das ist noch nicht abzusehen. Da werden beide Seiten Rücksicht auf die berechtigten Anliegen und Bedürfnisse nach Sicherheit, Sicherheit wollen alle, nehmen müssen, aber sich unterordnen oder gar unterjochen zu lassen, das ist keine akzeptable Grundlage für eine Lösung. Und das spielt sich jetzt gerade stellvertretend für uns alle in der Ukraine ab. Und die Erwartungen und Wünsche in der Ukraine für die Russen sind alles andere bisher als aufgegangen, nicht? Also wenn es nie, allerdings historisch waren die alte Rus vor 1240, bevor die Mongolen Kiew zerstört haben und Moskau noch ein Weiler war, wenn es damals schon, wenn man so wie historisch Ukraine gegeben hat, dann hat es jedenfalls jetzt Putin geschafft, eine ukrainische Nation allerdings in einer brutalen Weise zu schaffen. Wie sollte denn der Westen Ihrer Meinung nach eigentlich mit Putin umgehen? Auch da gibt es ja derzeit sehr unterschiedliche Zurufe. Die einen sagen, man muss viel härter vorgehen gegen Wladimir Putin, die anderen sagen, man sollte eher auf Appeasement setzen. Die Antwort ist einfach besonnen, aber wir können uns die Vis-à-vis nicht aussuchen, nicht in Saudi-Arabien und nicht im Iran und nicht anderswo und daher auch nicht in Russland. Also, und man kann nicht den einen verdammen und zum anderen hinfahren und demütige Verbeugungen machen. Den einen will man das Gas nicht mehr abkaufen und den anderen schon. Also das ist nicht schlüssig. Die Welt muss man nehmen, wie sie ist und nicht, wie man sie erträumt. Wie sehr schwächt dieser Konflikt Ihrer Meinung nach eigentlich Europa? Na, ich glaube, was Putin sie oder seine Leute auch übersehen haben, welche Einigungseffekt in der NATO, also das geht über Europa hinaus, nämlich schließt Amerika ein, er bewirkt hat und welchen Einigungseffekt in Europa er hervorgerufen hat. Also das hat er auch unterschätzt, weil endlich die Europäer begriffen haben, wie das schon irgendwer gesagt hat, die europäischen Länder sind alle klein, nur einige wissen es noch nicht. Also wenn wir überhaupt eine existenzerhaltende Rolle spielen bei allen unseren Importabhängigkeiten, ob es Energie oder Rohstoffe oder was immer sind, ist, dass wir den Schulterschluss pflegen, weil jeder allein ist hoffnungslos verloren. Gemeinsam können wir eine existenzsichernde Stärke entwickeln. Und abschließende Frage noch, jetzt haben wir eine Krise nach der anderen in den letzten zwei Jahren eigentlich gehabt. Corona, der Krieg in der Ukraine, jetzt die Teuerung. Wir wissen alle natürlich nicht, niemand hat die Glaskugel, was da als nächstes auf uns zukommt, aber jetzt von der Wirtschaftsentwicklung her betrachtet, wann rechnen Sie denn wieder mit einer positiveren wirtschaftlichen Entwicklung oder ist das auf nahe Zeit nicht absehbar? Das kommt darauf an, wie sich die Dinge entwickeln, was wir zum Großteil nicht wissen. Es ist Nebel, dichter Nebel. Und unsere Schwächen sind offenkundig geworden. Aber umso mehr ist es notwendig, die Kräfte zu bündeln und an einem Strang zu ziehen und das, was möglich ist, zu tun. Und da sind die Chancen nicht gering. Also jede Krise
ist ja wohl immer auch eine Chance und die gilt es gemeinsam und im Schulterschluss und in Kooperation und zielorientiert und entscheidungsfrei zu nutzen und umzusetzen. Also ich meine, der Wiederaufbaufonds oder der EU im Zusammenhang mit der Pandemiekrise war so ein Schritt, der hätte auch noch größer sein sollen. Man wird das für die Ukraine benötigen. Das ist ja auch wieder eine wirtschaftskonjunkturstimulierende Aufgabe. Also nicht jetzt in Depression verfallen und sagen, ja, packen wir an. Zupacken ist angesagt. Nach dem Krieg, wenn ich mich an das Wien erinnere und wenn man sich in Bildbänden anschaut, war kaputt. Und schauen Sie sich heute Wien an. Also wenn das gelungen ist und schon seit langem, so wird das auch hier möglich werden. Und das ist die Herausforderung und Aufgabe. Zumindest ein bisschen Optimismus am Ende. Vielen Dank, Herr Dr. Andrasch. Danke für die Einladung. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Dann diskutieren Robert Miesig und Andreas Mölzer gleich bei Isabel Daniel. Und da geht es natürlich auch mal vordergründig um die beiden Ministerinnenrücktritte von heute, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. Was heißt das für die Bundesregierung, was heißt das für den Bundeskanzler, was heißt das für den ÖVP-Parteitag, der vor der Tür steht und kann Kanzler Nehammer noch ein Neustart gelingen oder ist dieser Zug bereits abgefahren? Ganz kurze Werbepause und dann diskutieren gleich Robert Miesig und Andreas Mölzer.